Hallo liebe YouTuber, herzlich willkommen im neuen Video und wie ihr unschwer erkennen könnt, geht es heute wieder um Pfingstrosen. Ich habe Post bekommen und ich zeige euch heute eine richtig schöne Idee, aber dazu müssen wir mal in den Arbeitsbereich und dann zeige ich euch mal noch viel, viel mehr. Also in diesen schönen Boxen kommen die Pfingstrosen und wir haben jetzt auch fürs Video, haben wir die schon schön geputzt, haben viele Blätter abgemacht, damit die gut versorgt sind, haben die richtig schön schräg angeschnitten und stellen die mit viel Wasser in Vasen ein und ihr seht hier auch, die kommen auch mit so einem kleinen, mit so einem kleinen Häubchen, und das machen wir dann auch ab. Und das wird drauf gemacht, damit die auf dem Postweg sich nicht so öffnen. Ja, und dann kommen die tipptopp an. Und wie gesagt, aber man muss immer Blätter abmachen. Und die Blätter, die kann man natürlich auch noch extra für Gestecke verwenden. Deswegen werden die von uns die schönsten Blätter gesammelt. Also es wird alles gesammelt. Super Idee zum Thema Upcycling, aber da komme ich gleich dazu. Erstmal muss ich euch noch mal eine andere Post zeigen. Und zwar, ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken, liebe Gertraud. Ich habe deine Anschrift nicht und ich wollte Danke sagen und das muss ich jetzt hier mal im YouTube-Video teilen. Ich habe dieses wunderschöne Päckchen bekommen und das habe ich dann fasziniert geöffnet. Und ich habe mich heute auch extra passend gekleidet dazu. Ja, also mit diesem lieben Brief. Und ich bin eigentlich völlig überwältigt, weil das hat noch nie jemand gemacht, dass die YouTube-Fans mir sowas Schönes geschenkt haben. Das ist ein Dreiecksschal. Und ich habe mich jetzt heute auch extra passend gekleidet und habe gedacht, oh, für Sommerabende. Vielen, vielen Dank. Also das war Wahnsinn. Es gefällt mir total gut. Die Farbe ist ein Traum. Die Wolle ist super. Und ich werde es abends mit Freuden tragen. Also ich wollte mich tausendmal bedanken. Ja, und Dankeschön. Danke ist eigentlich immer ein schönes Wort, weil ich bin immer sehr, 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 sehr dankbar. Und mein nächstes Dankeschön, so, von Herzen. Und mein nächstes Dankeschön geht natürlich an die Familie Sauer, an Don Peoni.
weil das Dankeschön ist wirklich, ihr habt mir wieder die schönsten Pfingstrosen geschickt. Und heute möchte ich euch zeigen, es gibt also so ein schönes DIY-Set von Don Peony. Da bekommt ihr einen Steckschaumziegel und 10 Pfingstrosen. Und den Steckschaumziegel, den werfe ich jetzt mal ins Wasser, weil da wollen wir gleich was damit machen. Und 10 Pfingstrosen. Und das ist also so ein kleines DIY-Set. Und ich bin ja auch so ein Fan vom Thema, zum Thema Upcycling. Und habe gedacht, ich nehme heute einfach mal eine alte, ja, eine Weinkiste. Oft hat man ja diese Kästchen, die werden dann weggeworfen. Ich habe ein weißes Farbspray genommen und habe die einfach mal so ein bisschen angeweißt und habe gedacht, die ist so hübscher als in Natur. Und die wollte ich gerne nehmen als Basis für ein, ja, für ein schnelles Pfingstrosengesteck. Wir brauchen natürlich immer, wenn wir mit Wasser arbeiten in Holz, brauchen wir natürlich immer eine Folie, weil sonst ist dieses Wasser an dem Holz, das ist natürlich nichts, weil das ist so. Und mein Steckschaumziegel, der geht relativ schnell unter. Wie ihr ja wisst von all meinen Videos, nie untertauchen, sondern immer erstmal Steckschaumziegel ins Wasser werfen. Wie gesagt, dieser Ziegel ist auch bei dem DIY-Set dabei. Da mache ich euch nochmal den Bestelllink oben rein. Ja, und jetzt kommt natürlich dann auch für das Video die Qual der Wahl, welche dieser wunderschönen Pfingstrosen wir nehmen für unser, für unsere Arbeit. So, jetzt mache ich den Ziegel hier in mein Kästchen rein. Dann ist immer wichtig, dass man noch mit Wasser aufgießt, dass die Steckmasse gut versorgt ist. Das heißt, ich fülle immer so viel Wasser nochmal auf, dass es ungefähr, ja, dass ungefähr die Hälfte steht. Es ist eigentlich auch perfekt, dass dieser Ziegel dieses Holzkästchen nicht ganz füllt. Das heißt, wir haben hier immer, es ist immer noch ein bisschen Platz für das Wasser da, ja, dass man so einen gewissen Wasservorrat hat. Dann mache ich natürlich erstmal ein bisschen Folie ab, weil die Folie, mein Spruch ist immer, die Technik soll man nicht sehen. So, einfach die Ränder abschneiden. Und jeder von euch hat ja sicherlich ein schönes Holzkästchen oder irgendwas habt ihr sicherlich noch irgendwo als Vorrat, was man so zu so einem hübschen Gesteck verarbeiten kann. Dann gibt es auch, ja, schöne Blätter, man kann Kirschlorbeer nehmen. Ich habe jetzt hier so Philodendron-Blätter genommen, die fand ich sehr hübsch. Ich bin auch immer ein Freund davon. Ich habe also wunderschönes Spinosa gekauft für meine Videos. Das ist ein Traum. Das ist immer eine ganz tolle Basis für die Gestecke. Immer eine sehr schöne Basis. Und ich habe es jetzt eigentlich falsch rum gemacht. Ich nehme das Philodendron-Blatt nochmal raus. Ich lege einfach diese Spinosa auf die Steckmasse drauf. Und habe die eigentlich dann schon ganz schön lebendig abgedeckt. Und stecke dann dieses Spinosa mit dem Blatt einfach fest. Das ist viel einfacher, weil ihr könnt ja auch ein bisschen schönes Reisig nehmen. Ja, es gibt ja ganz viele verschiedene Naturmaterialien, die so ein bisschen Leben in so eine Basis reinbringen. Und die einfach drauflegen, ich zeige es mal hier, einfach drauflegen. Wenn ihr meint, ihr müsst fixieren, dann nehmt ihr ein Drähtchen, biegt es in der U-Form und steckt es einfach mit einem Drähtchen fest. Ja, ich habe natürlich hier eine Wahnsinnsauswahl. Ich greife jetzt einfach mal hier zu dieser wunderschönen Pfingstrose. Das ist, ich habe ja auch die Sortenbezeichnungen auch dazu bekommen. Das ist die Command Performance. Das ist eine Pfingstrose, die hat eine bombenförmige Blüte und es gibt ja bei Don Peony, es gibt fast 40 Pfingstrosen und ich habe auch, muss ehrlich sagen, ich habe mir einen kleinen Spickzettel gemacht. Also die Command Performance, die hat also diese wunderschön gefüllte Blüte, die blüht pink auf und hat dann einen Farbwechsel. Und die blüht am Anfang pink, wird immer heller, bis sie ganz am Schluss cremefarben wird. Also es ist ganz irre, was die für ein Wechselspiel ja durchlebt. Und das ist ein, ja, das ist sensationell. Thank you.
Weiteren lohnt sich natürlich immer für so ein Gesteck der Gang in den Garten. Ich habe hier auch Glanzmispel mitgebracht, die also dieses rötliche Farbenspiel wunderschön, ja, wunderschön zu dem Pfingstrosen und Glanzmispel oder auch der botanische Name Photinia Red Robin. Die blüht also um die Zeit wunderschön auf. Und das ist jetzt auch wirklich eine kurze Zeit, weil wenn die dann auf, also sie blüht weiß. Ich habe die tatsächlich in manchen Gärten schon weiß blühen sehen. Und wenn sie dann aufgeblüht ist, dann kann man sie nicht mehr so schön in den floristischen Arbeiten gebrauchen. Aber im Moment ist das, ja, dieses Changieren mit den Farben und auch dann, wenn die Pfingstrose ihre Farbe verändert, das ist ein Traum. Und ich würde auch jetzt gar nicht so viel machen, hier in den, ja, gar nicht so viel Grün, sondern ich mache nur ein paar Blätter rein. Und ich finde auch, diese Arbeit braucht gar nicht so viel, braucht auch gar nicht so viel Blüte oder so. Und einen kleinen Trick wende ich noch an. Ich denke, es wäre ganz schön, wenn die Philodendron-Blätter etwas tiefer kommen. Und dann nehme ich einen Draht, den forme ich als U und nehme diese Blattader und stecke das Blatt etwas tiefer in die Ader. So, so eine Kleinigkeit fehlt mir noch. Ich gehe mal in den Laden und suche noch mal was Blühendes, was hier so, was noch schön füllt. Und dann bin ich eigentlich zufrieden. Ich bin gleich wieder da. So, hier bin ich wieder. Ich habe jetzt also eine blühende Bartnelke. Das ist auch eine Nelkenart, die also sehr, sehr hübsch ist. Und mir hat so die Verbindung gefehlt zur Basis. Und wenn jetzt hier noch diese kleinen Blüten in der Basis sind, dann finde ich dieses Gesteck, dann ist das auch rund. Ich habe bewusst die mittlere Blüte etwas höher gemacht. Links und rechts die zwei Blüten, die sich so nach links und rechts anschmiegen. Hier auch das Spinosa kann ruhig auch mal ein bisschen nach unten kommen. Und so. Und jede Blüte, bevor ich sie stecke, ihr merkt ja auch, ich mache das so im Automatismus, die wird immer schräg angeschnitten. Und zu guter Letzt kann ich tatsächlich auch noch die Pfingstrosenblätter kann ich auch noch verwenden, indem ich hier auch einen kleinen Anschnitt mache, schräg anschneiden und kann damit auch noch mal die Zwischenräume schön füllen. Und also ganz gut, wenn man nicht alles gleich in den Müll schmeißt, weil tatsächlich schön zurechtgeschnitten kann auch das noch gut genutzt werden. Und es sieht dann sehr, sehr dekorativ aus. Ich würde sagen, das ist jetzt wirklich so eine kleine, schnelle Upcycling-Idee. Das ist jetzt also wirklich nur eine alte Weinkiste, die eigentlich zu einem schönen Pfingstrosentraum avanciert ist. Und das ist eigentlich schon mein Pfingstrosengesteck des Tages. Könnt ihr super leicht nachmachen mit dem DIY-Set. Bestellt euch dieses schöne kleine Set. Und ich wünsche euch ganz viel Freude beim Nachmachen. Und mit Sicherheit findet ihr irgendwelche schönen Gefäße, wo ihr sagt, das mache ich jetzt auch für mich und für mein Zuhause oder zum Schenken. Ja, dann vielen Dank, dass ihr dabei wart und viel Spaß beim Nachmachen und bis ganz bald. Alles Liebe von eurer Maike.